Okay, Friends, guckt euch das Brutalo an. Ich weiß nicht, ob der Sand hier heiß ist. Ja, annehmbar. Keine Ahnung. Also, jetzt ist tatsächlich so ein Point, wo ich mir denke, ich würde gern verlängern oder so. Was ich zwischendrin ja auch immer mal vorhatte. Und ja. Genau, wie ich die Tage ja schon gesagt habe, ist ein ständiges Auf und Ab der Emotionen, Freunde. Und das Coole ist halt einfach, oh, hier ist gleich der Sand kalt, Gott sei Dank. Das Coole ist ja, dass, keine Ahnung, das ist eine halbe Stunde von der Hauptstadt weg. Und hier kommen übelst krass die Wellen rein und sowas. Das sieht so cool aus, ich bin von da, da oben, Sekunde, da oben seid ihr von mir gefahren. Beziehungsweise würde ich halt sagen, ich glaube, ich mache das Fahrvideo als separate zwei Videos. Das heißt, das zählt dann noch zu Tag 4. Genau, dann guckt da zwischendrin mal rein, Freunde, auf das Video. Das ist so cool, Mann. Ja. Guckt mal in das Video rein. Und zwei Videos. Ich glaube, ich schneide zwei Videos, doch zwei oder drei Fahrvideos. Hier sind die Leute am Surfen. Auf der anderen Seite ist so ein künstlicher Pool gemacht quasi. Das, guck mal, das ist ein Naturpool hier. Weil hier so böse die Wellen reinkommen, haben sie hier Wellenbrecher hingeballert. Hier ist, da schwimmt irgendwie ein Stuhl oder sowas, keine Ahnung. Aber hier ist auch keine Sau am Schwimmen. Das ist ein Naturpool. Krass. Heftig. Da hinten hat sich der ganze Schaum gesammelt von den Dings. Aber da die Wellen, die da reinkommen, ne? Puh, da bist du am Arsch, wenn du da drin bist. Und da ist eine kleine Grotte. Und da unten ist eine Bar, da gehe ich gleich futtern. Also nachher. Ach, Freunde. Ich habe eben im Video schon gesagt, der Süden ist irgendwie mein Zuhause. Ohne Scheiß, wir müssen irgendwie alle hierher. Diese Insel ist... Ey, ich muss euch diese Videos zeigen. Oder das eine zumindest. Die Herfahrt und die Rückfahrt, vielleicht sind knapp 40 Minuten oder was, die ich gefilmt habe. Boah, also hier. Da kommen auch brutal die Wellen rein. Aber was ich gerade eben schon gemerkt habe tatsächlich, ist, dass meine Badehose rutscht. Das heißt, ich muss gut aufpassen, um meine Hose nicht zu verlieren. Aber krass, Mann, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Meer war schwimmen. 2003 oder so. Nee, so lang kann das nicht her sein. Nee, 2010, 11 um den Dreh. Aber hier ist schwarzer Strand. Jetzt gibt's was für die Fußfetischisten. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist auf YouTube, aber... Einfach schwarzer Sand. Schwarzer Strand. Und das ist halt eins von den Spots hier. Total cool. Hier sind die Guys irgendwie alle am Surfen. Und ich bin da nicht lang gekommen, da hinten. Also die Küste entlang. Bin ich mit dem Motorrad gewesen. Und hier oben. Wasser! Klatsch! Oh Scheiße! Und ich dachte erst, ich wäre da oben nicht laufen lang gefahren. Aber ich glaube, das ist gesperrt wegen Erdrutsch. Ich bin da oben aus dem Tunnel gekommen. Genau. Und jetzt, Friends, packe ich euch mal wieder einen Rucksack. Wir sind bei Tag 5. Morgen geht's wieder nach Hause. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich die Finanzen, fuck, ich würde noch eine Woche dran hängen. Weil dafür, dass der Anfang so scheiße gelaufen ist, läuft es jetzt einfach so gut. Ich war auch des Todes aufgeregt. Wegen Motorradfahren und so weiter. Und deswegen, keine Ahnung. Deswegen emotional damage. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall genieße ich jetzt den Tag, Freunde. Deswegen kommt ihr jetzt in den Rucksack. Ja, ich weiß, heult nicht rum. Ihr wärt gern dabei. Aber mit ins Wasser nehmen kann ich euch nicht, weil Salzwasser wäre für den Arsch. Juti.
Und es ist echt heiß. Ja, hab euch lieb. Vielleicht gibt's noch ein Resümee heute Abend. Es ist aktuell bei den Vlogs immer ein bisschen schwierig, dass ich nicht weiß, mache ich abends noch was oder mache ich nichts. Ja. Bis später. Ich bin so ein Mensch, der muss so einen kreativen Scheiß machen und ja, ich brauche das. Natürlich könnte ich jetzt hier liegen und das einfach mal genießen, aber nein, kann ich nicht. Jetzt habe ich einen kleinen Plan. Ich werde mir so des Todes im Arsch abfrieren wahrscheinlich, aber okay, gebt euch das. Werden sonst ein wenig zu nass. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie ranzukommen, ohne mich perverse auf die Fläche zu legen. So, so. Und jetzt, Freunde, platzieren wir euch hier irgendwie mal auf irgendeinen Stein. Sekunde. Der ist doch ziemlich gerade hier. Könnte funktionieren. So sollte ich durchgehen, würde ich behaupten. Also mehr geht echt nicht. Brutal. Voll cool. Oh, abgefahren. Die Jungs hinter mir wollen da jetzt auch mal drauf in das Wasser. Vor allem das Coole ist, es ist halt Süßwasser. Und deswegen kann man sich da halt auch gut abspülen. Junge, das hat so gut getan gerade. Vielleicht gehe ich da nachher nochmal duschen oder so. Überhaupt würde ich mich da vielleicht mal waschen. Also ich habe vor oben sind noch so ein paar Duschen. Genau. Die Süßwasser haben. Und da werde ich mich mal knallhart nackig machen. Soll ich euch da mitnehmen? Mit schwarzen Balken vielleicht. Ey. Also es war eigentlich Quatsch. Und jetzt dachte ich aber kurz, wait a minute. Vielleicht doch. Vielleicht können wir das doch machen. Das wäre schon ziemlich... Nein, tun wir nicht. Oder? Also nackig machen tue ich mich so oder so, weil ich will halt sauber werden und dieser schwarze Sand muss ja überall weg. Aber... Ja. Und jetzt gönnt euch noch ein bisschen die Waves und so. Sometimes, and I'm dying to tell you, you blow my mind.
zu wohnen. Das ist eine halbe Stunde von der Hauptstadt weg. Und wenn du da irgendwo in den Bergen wohnst, habe ich ja schon gesagt bei dem Motorradvideo, das wäre brutal einfach. Krass. Abgefahren. Jetzt verbrenne ich mir wieder dezent die Füße. Aber ich werde auf jeden Fall gleich ohne Cam nochmal unter diesen Wasserfall runtergehen, glaube ich. Das wird sich, denke ich, mal lohnen. So, Cuties, da war die Cam wieder aus. Ich habe mich noch ein bisschen gesonnt, habe mich natürlich später noch nackig abgeduscht. Ja, habe euch dann natürlich nicht mitgenommen. Alles andere gibt es auf OnlyFans, Kappa. Und hatte später noch ein bisschen Blabla im Hotel gedreht, wo ich wieder zurück war. Allerdings erspare ich euch das. Das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich es einfach rausgelassen. Das nächste Video ist tatsächlich dann schon das letzte Video von meiner ersten Madeira-Reise. Aktuell ist natürlich einiges passiert. Guckt rein, es kommen natürlich noch Deutschland-Vlogs und dann geht's wieder ab nach Madeira und da geht's direkt weiter. Nächstes Video, gönnt euch Heimreise und Cutie-Reunion mit meinem Doggy-Dog, der sich freut, wo ich wieder da bin. Ciao, ciao!